Oh, sorry, bin gemutet, sorry. Kirby Superstar. Und dann habe ich Dashkes Mom beleidigt oder so. Ich weiß nicht, welcher Teil sich genau gewünscht wurde. Ich habe auf jeden Fall den SNES-Teil genommen. Aber es gibt ja irgendwie mehrere Superstar-Teile, weil ich glaube, auch dieser Superstar, wenn ich das richtig gelesen habe, dieser Superstar auf der SNES hat auch so bei uns nicht existiert, weil bei uns hieß es eigentlich Kirbys Fun Pack oder so. Also, aber es gab irgendwie noch auf dem 3DS noch einen Kirby Superstar Ultra oder so. Oder auf dem DS. Ich weiß nicht, ob die Person sich das gewünscht hatte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall den SNES-Teil besorgt. Den spielen wir auch. Aber keine Ahnung, weil wenn das irgendwie ein Nostalgietitel für die Person ist, die das ge gewünscht hat, ich weiß nicht, wer sich das gewünscht hat, ob das irgendwie ein Nostalgietitel für die Person ist, denn die Person hat ja dann wahrscheinlich ja nicht Superstar gespielt, sondern Funpack, denke ich, ne? Deshalb, I don't know, was sich hier gewünscht wurde. Ich habe auf jeden Fall den SNES-Teil geholt. Bald Kirby für die Switch. Jo. Ja, dieses komische 3D-Game, ne? Das für den 3DS war ein Remake. Ja, das hieß ja irgendwie Superstar Ultra oder so, ne? Hatte noch irgendwie noch einen Beinamen gehabt oder so. Aber ich dachte mir, wenn er das Remake meint, dann wird er schon dazu Ultra schreiben. Aber stand halt nichts dabei. Deshalb, ja, ballern wir einfach ganz normal. Kirby Superstar für den SNES. Ist wohl auch ein recht kurzes Spiel. Und es ist ein lautes Spiel. So, seien wir ehrlich, der Anfang mit dem Kochen war nur ein Intro zu Kirby. Ja, das war alles für Kirby. Wie gesagt, das Spiel ist recht kurz. Hallo, das Spiel ist wohl recht kurz. Vielleicht schaffe ich das heute sogar noch durchzuspielen. I don't know. Es gibt wohl auch Minigames in dem Teil. Das Gourmet-Race hier, Alter. Gourmet-Race gibt es. Es gibt hier irgendein Dynablade und irgendein Offensive Shit und Megaton Punch und Samurai Kirby oder so. Also wir können entweder einfach das Main Game durchballern und das war's dann für heute, oder wir machen ein paar Level im Main Game und dann gucken wir uns nochmal die Minigames an. Na? Die Minigames habe ich mir gar nicht angeguckt beim Testen. Ich habe hauptsächlich nur das hier gemacht. Wie wäre es mit beidem? Ja, ich kann heute nicht allzu lange streamen. Deshalb müssen wir einen Mittelweg finden. Ich guck mal, wir gehen einfach rein in das Game. In die Main Level. Und dann, wenn ich super schnell fertig bin, wechseln wir rüber zu den Minigames. Wenn ich irgendwann feststelle, okay, das Spiel zieht sich doch ein bisschen, dann beenden wir es vorzeitig und gehen dann in die Minigames rein oder so, ne? Holst du alle Kisten in der Cave Offensive wie das? Ja, ich mach 100% bevor, direkt. Is this your first time playing? Nee. Should we explain copy? Nee. Ich weiß Bescheid. Ich habe doch gerade Nein gedrückt. Okay, dann Tutorial, denke ich. Okay, es geht los. Ja, Leute, ganz normal, wer Kirby kennt von Smash, das, was er in Smash kann, kann er hier im Großen und Ganzen auch. Nur muss er halt für die coolen Sachen, die ihr kennt, wie zum Beispiel das Schwert oder den Stein, muss er erst den richtigen Gegner einsaugen. Und hier habe ich meinen ersten Gegner eingesaugt. Fuck, ich habe ihn aus Versehen beschworen. Ich habe meinen ersten Gegner eingesaugt. Und das ist ein Magier. Das kann hier Kirby halt auch machen, was er halt in Smash zum Beispiel nicht machen kann. Er kann die Gegner, die er aufsaugt, kann er entweder aufsaugen und sie dann als Fähigkeit benutzen oder sie quasi kopieren und als seine Teamkameraden benutzen. Und dann kämpfen sie mit ihm zusammen. Yeah. Ich glaube, man konnte auch irgendwie die zurück wieder verwandeln. Genau so kann ich die wieder zurückverwandeln und wieder neu einsaugen und dann gehört die Fähigkeit wieder mir. Der Bananenboy!
Yeah, Bananenboy down. Wenn ich den jetzt einsauge, kriege ich gleich Bomben, ne? Ich hab Bomben. Und eine Schlafmütze. Jetzt kann ich die Dinger hier kaputt machen. Babam! Ich fand schon jeden Teil außer dem Racer langweilig. Diesen komischen... Was passiert da? Diesen Battle Royale Racer oder was? Oh, yo! Der Bär! Alter, sein Gesicht, wie traurig er aussieht. Meinst du diesen Battle Royale Racer oder wen meinst du? Ich fand den Switch-Teil schon langweilig. Es gibt ja doch gar keinen Switch-Teil. Der kommt doch jetzt, oder? Oder gab es schon einen Switch-Teil? Ja, genau. Kirby Air Ride. Das war ja dieses Battle Royale Game. Leute, da oben ist eine Maxi-Tomate. Das ist eine Maxi-Tomate. Ich komme da nicht hin. Hab nur Dreamworld auf dem Gameboy gespielt und konnte Kirby doch nicht so krasses Zeug. In Kirby's Dreamland konnte er nicht Gegner kopieren. Er konnte sie nur einsaugen und ihre Fähigkeiten kopieren. Aber sie beschwören, glaube ich, nicht in Kirby's Dreamland. Also Dreamland war auch der einzige Kirby-Teil, den ich gespielt habe. Aber habe ich auch nie großartig weit gespielt. Das ist der Baum, Leute, den kennen wir. Das ist eine normale Tomate. Nein, das war eine maximale Tomate. Kirby Star Allies gibt es auf der Switch. Oh, ich dachte, seit dem 3DS gab es keinen Switch, keinen Kirby-Teil. Deshalb kommt jetzt der neue, der jetzt kommt, der so ein bisschen anders aussieht, ist jetzt revolutionär und ein neues Kapitel startet für Kirby, weil es auch gleichzeitig das erste Switch-Game ist und so. Sicker Bosskampf, ja. Kann ich auch die Tentakelviecher essen? Ich will die Tentakelviecher essen. Nee, okay, da kriege ich keine Fähigkeit. Leider nicht. Na gut, die können auch irgendwie nichts Besonderes. Aber Musik ist ganz nice, Leute. Da ist Essen. Keine Maxi-Tomate, aber Kekse und paar... Was machen die da? Ah, ich kann meine Kameraden heilen. Ne? Die Dinger kann ich auch nicht benutzen. Ich glaube, ich kann ihn heilen, wenn ich den umarme oder so. Wie mache ich das? Die küssen sich, wenn du Highlight-Items... Ach so, wenn ich Highlight-Items aufsammle, okay. Es ist ein neues Kapitel für Kirby, weil es erstmal ein richtiges 3D ist. Kirby's Air Ride, hallo? War auch 3D? Okay, da unten ist ein neuer Gegner, Leute. Das ist der Schneemann. Schneemann! Yeah! Der Angriff ist nice, Leute. Der ist sick. Okay, die küssen sich wieder. Nee, ich bin unsterblich. Ich habe einen Lolli gegessen. Schnell durchrennen. Den Boss mitnehmen. Ja. Guter Bosskampf. So, ich glaube, den habe ich noch gemacht. Und weiter habe ich nicht mehr gespielt. Hiernach wird alles für mich blind, Leute. Nein, ich wollte den nicht. Bitte, ich habe die Knöpfe verwechselt. Okay, der erste ist down. Mein Boy stirbt gerade. Er explodiert einfach. Okay. Einfach geplatzt wie ein Luftballon. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin auf Speedrun kommen auf Platz 34 in einem Kirby-Game. In welchem? Mein Handy hat vibriert, um mir zu sagen, dass Paul und ich jetzt auf der PlayStation Freunde sind. 34 von 34, oder was? So, das kenne ich nicht mehr, Leute. Ich will aber gerne den Boy haben hier. Der sieht doch ganz sick aus, oder? Fuck, ich habe ihn jetzt getötet. Ich will so einen Samurai-Typen haben. Da ist noch einer. Ja. Habe ich jetzt das Schwert, das wir alle kennen und lieben? Ja, okay, das ist ein super Schwert. Küssen.
glaube, den kann man nicht töten. Schwert schon OP. Bah! 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 Alter, die Kombo. Das Schwert ist langweilig. Hallo! So ein cooles Schwert. AP, Mann. Und so. Der ist nächste Boss. Yeah! Im Pausenmenü steht übrigens, was man für Moves mit der Fähigkeit hat. Sword. The King of Weapons. Yeah. Aber an sich habe ich ja nur einfach nur einen B-Knopf. Mehr kann ich ja nicht machen. Dann sehe ich ja, was ich habe. Yeah. One up! Alter, die Sonne. Die Sonnenblume ist so glücklich. Und jetzt ist sie vereist. Ja, die Artworks und die Sprites sehen sehr schön aus. Das ist ein sehr hübsches Spiel. Jetzt hab ich Bumerang! Alter, so einen sicken Helm, den er da hat jetzt. Nein! Ich bin gerade am Sterben, Leute. Merke ich gerade. Mein Boy ist auch tot. Oh, oh, Leute. Es wird knapp. Oh, ich bin tot! Imagine im Kindergame sterben. Wir holen uns so einen Bumerang-Mann oder so? Nee. Irgendjemand brauche ich als Kumpel. So. Was passiert da? Okay. Okay. Ich glaube, ich habe eine super Beschwörung bekommen oder so. Einfach spammen! Schade. Fuck, meine Fähigkeit ist weg. Kann ich das auch in der Luft machen? Meine Fähigkeit! Jo, was ist denn mit dem Typen los? Okay. Ich muss jetzt doch vernünftig spielen. Ich darf nicht mehr spammen. Junge, allein hier hochzukommen. Weg mit euch! Lass mal hier so einen Stein nehmen. Vielleicht ist das der Kirby-Stein, Leute. Down B. Ja! Yeah. Ja, das ist er! Okay. Wieso hat das nicht funktioniert? Okay, irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich es möchte. Aber damit kann ich auch ganz gut treffen. Mein Boy ist tot! Was mache ich da? Komm runter, komm runter. Trau dich. Trau dich, komm runter. Ich lade auf. Brrr. Daneben. Junge, es regnet. Wie lange er auf dem Boden auch liegt, ne? Okay, down. Sehr gut. Und hi Ace, was geht ab? Ist schon so, dass Dark Souls nur den Kirby spielen, ja. Das Dark Souls unter den Kindergames. Das ist der Song! Alter, da ist ja schon König Dedede am Start. Er kann mich saugen!
Einfach halb Smash hier gerade, Leute. Ich hab nichts zu Nikolaus bekommen, ne. Ich liebe alleine. Und bin traurig. Ich dachte vielleicht, kacken mir wenigstens die Katzen unter das Kissen als Geschenk, aber haben sie auch nicht gemacht. Yo! Big Kirby. Step. Ich bin durch. Fertig, Leute. Spiel durchgespielt. Ist doch recht kurz, das Game. Stream zu Ende, ja. Ich denke mal, das war nur Kapitel 1, oder? Also Welt 1, meine ich. Moment, was? Das... Ich meine, okay, ja, ich habe gegen König Dedede gekämpft. Das ist der Endgegner, ne? Okay, Gourmet-Race, Leute. Race through Gourmet World to the finish. Gobbling up all the tasty treats you can find. Okay. Grand Prix. Let's go, Leute. Yo, Kirby einfach. Is this your first time playing? Yeah. Kirby and King Dedede race through the obstacle course to the finish. Kirby must eat more food and reach the goal before King Dedede. There are no enemies to fight. Try to get the high score. Increase your skill level and become the champion. Kirby ist ein rosa Kerl, Chat! Wie überhole ich ihn? Wie überhole ich ihn? Wie überhole ich ihn? Ich hab ihn. Springen. Springen ist Key, oder? Er hat einen Hammer. Wieso ist er so schnell? Der hat 28 Punkte. Kann ich irgendwie sprinten? Hab ich eine Taste verpasst? Checkpoint! Er hat mich ja komplett nass gemacht. Zweimal in eine Richtung drücken, okay. Oh, yo! Man kann sprinten, Leute. Ich muss hoch. Maxi-Tomate! Nein, er geht oben lang. Ah, die Wand. Das ist hier einfach Speedrunners, Leute. Checkpoint. Diesmal habe ich mehr. Aber ich bin nicht Erster. Was zählt denn? Wer gewinnt denn? Der Erster ist oder der am meisten gefressen hat? Rosa Kerl. Na, na, rosa Kerl. Na, 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 rosa Kerl. Na, na, danke. Oh, shit. Peach. Alter, wie dick er ist. Ich will auch so chonky sein. Spring doch! Oh mein Gott, ich hatte noch einen Stein im Magen. Okay, ich kann spammen. Ich dachte, Timing ist wichtig. Maxi Tomate. Oh, der kriegt sogar so eine Taucherbrille. Cute. Ich habe keine Ahnung, wo König Dedede ist. Der ist unter mir. Oh, ich muss hier hin. Aha. Maxi Tomate. Wo ist der Typ? Der ist ja schon angekommen.
Alter! Dieser Screen. Noch nie in Kirby gespielt? Nee. Dreamland habe ich gespielt, mehr nicht. Imagine, je ein Kirby-Game gespielt zu haben, halt wirklich. Und ich habe damals auch nur Kirby's Dream Land gespielt, weil es halt Nintendo-Franchise ist und ich war halt Nintendo-Fuckboy und ich dachte, ich muss das vielleicht mal testen und kennen. Habe ich das halt auch nie großartig gemacht oder gespielt. Das ist der beste Game-Over-Screen, den ich je gesehen habe. Aber wo kann ich mich denn jetzt upgraden? Das hieß doch, ich kann auch irgendwie Upgrades holen oder so. Ja, okay, gut. Dann lass uns jetzt Dynablade machen, Leute. Dynablade is destroying all the corpses einfach. She must be stopped. Master the different abilities and defeat her. Alter, sick. Ja, ich spiel's zum ersten Mal. Guide. Hello, welcome to the beginner's show. Have you mastered inhaling and flying? Ja, was heißt mastered? Ich hab's auf jeden Fall gelernt. Let's learn how to use the copy function. Hey, Tipsy, was geht ab? Enemies attack in various ways. This enemy is called Wadoodle-Doo. When Kirby inhales an enemy, push A to... Ja, das haben wir doch schon gelernt. Amazing, you can use the energy by pushing Y. Why? There are some enemies that will not give you a special ability. Here are a few other abilities you can copy. Fire! Spit out some nasty fireballs. Der Stein, Leute. Yeah. Down B. The King of Weapons. Okay. You can review the copy explanation anytime. Ja. Aber wieso wird mir das wieder beigebracht? Meine Augen! Ja, ich hab kopieren verstanden. Wieso wird mir das jetzt wieder beigebracht? Tipsy, der Chat, das heißt auf deine Nudeln mit Mayo-Rezept. Kannst du es auf Chefkoch stellen? Es war wild, Tipsy. Dashka hat einen Blog geschickt. Mit den schönsten Chefkoch-Fotos. Du hast halt gesagt, zum Copy. Ja, aber ich dachte, es ist halt was Neues. Weil, ich kann das skippen. Weil es ist halt jetzt ein neues Game, also dachte ich mir, okay, jetzt kommt hier ein neuer Clou mit rein oder so. Aber doch nicht. Es ist halt einfach das gleiche nochmal. Ich habe 3 Leben. Oh shit, Leute, jetzt wird's ernst. Schwer! Endlich wieder Big End Content, yeah. Kann ich auch normalen Level springen? Ja, ne? Ja, okay. Aber nicht so schnell wie im Gourmet Race, aber. Ba, 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 ba. Yeah, Abi. Oh, ich will den Besen haben. Gib mir den Besen. Nein, du miese Ratte. Okay, ich habe meinen Typen verloren. Da ist er wieder, okay. Da ist schon wieder Besenmann. Jetzt habe ich ihn, oder? Okay, der Besenmann hat gar keine Fähigkeit. Oh nein. Küssen. Ja, ich habe gerade den Fallschirmboy eingesaugt, aber er hat mir keine Fähigkeit gegeben. Wahrscheinlich muss ich den Fallschirm selbst einsaugen, ne?
Ist das Keggy? Nee, das ist Kirby. Aber selber Anfangsbuchstabe und selber Endbuchstabe. Also knapp vorbei. Der Besenmann ist genauso wie ich nutzlos. Ja, aber Besen ist doch nice, damit kann man Dinge aufschrubben. Alter, ich habe jetzt ein super Schwert bekommen. Und beide zacken. Hat die Schnauze wäschke. Also wäre mein Besen Paul, dann würde ich meinen Besen noch mehr mögen. Besen ist aber kein Staubsauger. Ja, aber Besen hat auch seine Vorteile. Staubsauger ist laut, du musst ein Kabel auslegen. Oder wenn du keinen kabellosen hast, dann muss er halt aufgeladen werden. Und der Beutel muss ab und zu mal leer gemacht werden. Oder das Wasser ausgewechselt werden. Also, Besen ist kurz, zack, zack, fertig. Jo, wer bist du denn? Chefkoch. Chefkoch tot. Nein, ich wollte ihn essen! Scheiße. Okay. Eins. Ja. Okay, das scheint mir dann ein bisschen was Größeres zu sein als... Einfach gelöscht. Kirby ist ja cute. Das war ein Laserschwert, den hätte ich essen sollen. So ein Totenkopfmann? Nein, den Totenkopfmann will ich essen. Oder den Gabelmann. Der Gabelmann gibt mir keine Fähigkeit. Der gibt mir eine Fähigkeit, oder? Nein, töte doch nicht alle! Er hat einfach alle getötet. Komm doch, ein Besenmann, oder was? Ist es gelaufen jetzt? Kann ich kein Besenmann mehr werden? Okay, ist einfach selbst explodiert. Ja, yeah, ich bin wieder der Magier. Macht mehr Spaß als Sonic Chronicles? Ist das eine Fangfrage? Da oben ist eine Kokosnuss. Die fällt auf den Kopf, oder? Ja, die explodiert sogar, die Kokosnuss! Ja, mein Autoscroller. Richtig crazy. Stern. Sag es uns. Ich meine, bei Sonic Chronicles war Tipsy dabei. Ah, den Reifen. Ich hätte den essen können. Jo, was ist das denn für ein Move? Volt schicken! Ich habe einfach seinen Pilzkopf gegessen. Ich habe jetzt keine Fähigkeit, ne? Der macht das schon alleine. Das ist einfach Wreck-It Ralph, Alter. Ich habe jetzt den Hammer!
Oh mein Gott, ich hasse es, wenn Tipsy den Hammer benutzt in Smash. Ich hasse es. Und dann freut sie sich auch noch so, weil der Hammer hat ja so ein... Der muss ja so ein richtiges Timing haben, um mit dem Hammer was zu treffen. Und dann freut sie sich auch immer so, wenn sie trifft. Gelesen! Hab dich gelesen! Und Schnauze, Alter. Ah, zu schade. 3. Sich vom Hammer treffen lassen ist schon peinlich. Nee, sich von Tipsys Hammer treffen lassen. Das ist was anderes. Putz, Junge! Kann ich den auch so aufladen? Wow! Sick. Kann ich damit jetzt auch die töten? Die kann ich immer noch nicht töten. Nein, mein Hammer! Oha, Blitz. Blitz. Okay, sieht irgendwie ziemlich unspektakulär aus. Sieht schon irgendwie ziemlich unspektakulär aus. Einfach Broly, ja Mann. Ich bin einfach Broly. Der Bär! Kannst du dich aufladen? Nee, ich kann gar nichts mehr machen. Er hat auch keinen Sprintangriff. Küssen. Kann ich eigentlich den Bären essen? Zu spät. Jetzt mache ich einfach mal gelbe Dinger. Grüne. Hey, wieso mache ich mir grüne Dinger? Okay, ich check's nicht. Wenn ich ganz wild alle Tasten auf meinem Gamepad drücke, dann macht das zwischendurch, also alle Richtungstasten drücke, dann macht das zwischendurch auch grüne Schüsse. Essen! Ich brauch Heilung! Ich bin gleich tot! Jetzt kommt ein Bosskampf, oder? Ich muss das meinen Boy carryen lassen, Leute. Kommst du mit? Scheiße, er macht das schon, Leute. Komm, mach, töte ihn. Ja. Yeah. Mein kleiner Schwarzmagier. Nein! Das war eine Falle! Bringt mir überhaupt der als Kamerad irgendwas? Ich glaube, Steinfähigkeit ist schon ziemlich lame, oder? Good. So, jetzt habe ich dich. Yo, das ist einfach Ness. Alter, das ist sick. Das ist einfach Ness mit seinem Jojo. Yo, das Spin. Ich kann damit graben sogar. Oh, wow. Wow, das ist Lavastein, Gestein. Ich glaube, das darf ich nicht berühren, ne? Nein, ich habe eine Ness-Fähigkeit verloren. Hey, Deathstroke. Schneemann? Ja, ich bin wieder Schneemann. Baba! Das ist ein nicer Move, dieser Jump-Move. Baba! 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 Diesen Kick hat ja auch Kirby in Smash, ne? Nur halt ohne Eis. Was ist das eigentlich hier? Ein Schlitten oder so? Kirbys Gesicht dabei. Oh! Oh! Die Kanonen kann man nicht kaputt machen. Ich glaube, wie schnell er nach oben klettern kann. By the way, kommt der Wochenplan morgen? Nee, der kommt heute nach dem Stream. Oh, sogar sein Sprintangriff.
Sein Sprintangriff. Suplex! Oh shit. Jetzt kommt der Kirby Grab. Wenn man mit Kirby nach unten grabt, ne? Ja, Alter. Perfekt. Jetzt wird Mother gesuplext, ja, Mann. Eins. Den habe ich zu Hause. Was hast du zu Hause? Vorletztes Level, Leute. Was ist das für ein E da hinten? Okay, wir suplexen jetzt alle. Mut! Der Sound, ey. Hühnchen du suplexen. Ja. Yeah. Nein. Ist schon ein cutes Game. Die Sprites sind sehr, sehr süß. Ach, fuck. Nein, 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 nein. Nein, mein Suplex. Okay, alles gut. Hut. Oha! Den macht Tipps ja auch immer bei mir. Ich hasse es. Oh, da unten. Hä? Wo geht's lang? Ach, da oben. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich ihn gerade gemacht habe, den ekelhaften Angriff. Hühnchen! Tipsy, du hast diesen Mann gebrochen. Es macht ja trotzdem Spaß, gegen sie zu verlieren. So ist es nicht. Okay, ich glaube, da geht's nicht lang. Keks. Küssen. Ja. Yeah. Redest du nur schön. Gegen Peach verlieren. Gegen ihre Peach verlieren, das macht keinen Spaß. Aber gegen Kirby ist okay. Irgendwie habe ich mich in dem Level verlaufen gerade. Aber habt ihr die Kombo gesehen? Oh, ich kann in der Luft auch. Irgendwie habe ich mich verlaufen. Nein, 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 nein. Geh weg, Frosch. Hier vielleicht? Nee. Bombenblock soll ich kaputt machen? Da muss ich mir aber jetzt eine neue Fähigkeit besorgen. Und mit dem Shit kann ich... Oder kann ich mit aufgeblasenem Bauch... Na! Okay. Kein Suplex mehr. Ah, okay. Ah, okay. Secret. Kann ich das anzünden? Aufladen geht nicht. Sprintangriff. Das ist die Speedrun-Fähigkeit. Wieso? Weil man so dashen kann? Ah, oh, meine Fähigkeit ist weg, lol. Ich habe einen Secret-Weg gefunden. Das ist ja wie bei Super Mario World. Copy. Okay. Kann ich nicht nochmal nehmen? Okay.
Okay. Bin gespannt, was das ist. Dann machst du einfach nur Damage? Nein! Nein, er ist weg! Das ging schnell. Crash! Kirby zerstört die Welt einfach. Hä? Copy ist ja einfach nur dasselbe wie saugen. Hä? Nein! Er hat mich getötet. Einfach die Bomben nicht treffen. Dann geht auch nicht alles kaputt. Was eine Scheißfähigkeit. Ah, Schmerzen. Du hättest einfach nur die Fähigkeit bekommen, die der getroffene Gegner hat. Ja, ja, hab ich jetzt. Hab ich saugen gehört? Das hast du richtig gehört. Hier wird gesaugt. Und damit meine ich meinen Skill! Der sagt. Hab das Spiel schon über 6 Mal auf 100% gespielt und nie gecheckt, was die Copy-Ability soll. Ja, ich versteh's auch nicht, den Grund dahinter. Ich meine, ich kann auch ohne die Copy-Fähigkeit kopieren, aber hey! Ich meine, why not, ne? Er sieht halt trotzdem cute aus, wenn er mit seinem komischen Laseraugen da, Cyclops-Augen. Ist das ein Mikrofon? Ist einfach ein Mikrofon? Ja, ich bin jetzt auch ein Mikrofon. Ich bin Mike, Leute. Oh, meine Augen! Alter. Fucking Kirby. Es ist leider aufgebraucht. Ja, wer bist du denn? Nein, 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 nein. Was denn? Oh. Ah! Yo, der Ass! Okay, den saugen wir ein, Leute. Okay, ist einfach nur die Eisfähigkeit. Wow. Der Hammerboy wieder. Ich bleib bei der Eisfähigkeit, die ist ganz cool. Oh, 2 Bananentypen. Einer down. Nice. Hammer ist so broken. Wegen dem Dash-Angriff oder wieso? Denk mal, Copy ist nett für den zweiten Spieler, weil er den Spieler entscheiden kann, was er sich gönnen will. Man kann das Spiel zu zweit spielen? Oh, fuck. Einfach Boss Rush, ja, Mann. Was ist denn hier dieses Sternlevel? Ah, ich kann hier Fähigkeiten mir snacken. Aber leider der Koch nicht da, ne? Hier. Okay. Reifen ist schon nice. Mein Vogel hat hier. Was war das hier nochmal? Das war Jojo. Was ist das hier? Okay, einfach ein Kick.
Ach, das ist der Suplex, okay. Ne, ich nehme den Reifen, Leute, mit. Nein, ich wollte nicht den Reifen wegwerfen. Ja, Reifen ist nice. Hammer ist S-Tier wegen Invincibility Frames beim Dash. Sehr guter Schaden bei den meisten. Da Ricky ist voll drin in dem Game. Der S-Tier, Alter, einfach. Und I-Frames. Der Junge lebt einfach dieses Spiel. Scheiße! Hier gibt es ja neue Fähigkeiten. Hab ich gar nicht gesehen. Warte, wir nehmen den, das Feuerding. Das hatten wir noch gar nicht gehabt. Ricky bestimmt Speedrunner. Bist du auch Platz 34? Auf speedrun.com? Yo, Meta Knight. Ach, das ist der Endboss. Ich glaube, ich muss den Kopf angreifen. Okay, ich glaube, Feuer ist nicht unbedingt die beste Fähigkeit dafür. Was habe ich hier? Den Shit? Was habe ich hier? Den Bumerang? Bumerang kann ich auch in der Luft machen. Okay, dann nehmen wir den Bumerang mit. Ja, der hat mich halt komplett deleted. Aber ich hätte vielleicht mir noch einen Kumpel mitnehmen sollen. Als ob er einfach nur straight wieder landet. Okay. Oh, 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 lass mich los! Lass mich los! Alles Spam! Nein, nicht so Spam. Ich will dich wieder zurückhaben. Nein, ich brauch dich! Ohne dich bin ich doch gar nichts! Okay, das kann hitten. Ich glaube, das ist... Warte, wie ist das Schwert in der Luft? Okay, das könnte auch gehen. Damit kriege ich vielleicht mehr Hits in der Luft. Als mit Bumerang, ne? Es ist eines der ersten Spiele, welche ich auf 100% gespielt habe. Deswegen fühle ich es sehr. Hast du das requested, Ricky? Er hat dich gelesen. What? Okay, ich kann trotzdem nur einen Schlag machen. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen stärker als der Bogen. Bumerang. Ja, ist um einiges stärker, ne? Speedrun Strat. Einfach gegen die Wand bouncen lassen. Da ist wahrscheinlich die Speedrun Strat, oder? Direkt rüberhüpfen zum Anfang des Kampfes und einfach gegen die Wand bouncen lassen. So, jetzt kann ich die Kinder töten. Ich habe gerade unten einfach anstelle von deiner Blade einfach gelesen Dinkelberg. Aber wieso genau hat er jetzt die Familie umgebracht? Er ist einfach dahin, hat die Mom umgebracht und... Okay. Gut, denke ich. Oha, es kommt ein neues Spiel. Revenge of Meta Knight. Oha. Okay. Aber ja, das ergibt Sinn, dass da noch was kommt, weil es sollen ja 8 Spiele sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es kommt noch eins. Aber wir machen erstmal Megaton Punch. Okay.
Wie? Was? Also. Als ob wir genau gleich sind. Oh, yo, Kirby, Alter. Einfach Riss in die Welt geschnitten. Hä, hey, das... Okay, nur ein kleiner Kraxer. Oh shit, der ist strong, oder? Okay, wir teilen jetzt den Planeten, Leute. Oh, bis zur Mitte schon. Yo, Ace, ciao, ciao. Das sind diese Fenster, einfach wie so Tetris-Fenster. Let's go. Ah, das war's, okay. Dann gucken wir uns noch Samurai Kirby an. Ich habe alle, also wenn ich jetzt das gespielt habe, Ricky, habe ich alle gespielt, bis auf das neue Meta Knight. Push any button immediately when you see. Oh no. Der Hammer, Alter. Er hat schon direkt seine Sachen gepackt, Mann. Den Kuchen in sein Gesicht. DDD. Winner, winner, Kirby Dinner. Jetzt kommt noch Meta Knight. Oh shit, der ist bestimmt richtig strong. Der hat sogar eine Narbe, Leute. Was? Nein. Hat das irgendeinen Grund, wieso da manchmal 3 oder 2 oder 1 oder so Angaben sind? Ich habe immer 15, ne? Ich habe immer 15. Meta Knight hat 11 gehabt, genau. Okay, ich wollte ohne hinzuschauen machen. Geht nicht. Na gut. Ach, dass auf dem Schild steht, wie viel schneller er war. Okay. Ja, wenn ich das hier geschafft habe, wird wahrscheinlich dann Milky Way Wishes sich öffnen, ne? Save Dreamland, defeat Meta Knight and his giant warship Halberd. Oh shit, Revenge of Meta Knight. Die Anzeige unten. Kirby's here. He's heading towards us. Oh my gosh, what are we gonna do? He'll get in the way. Get rid of him. So Meta Knight, what should we do? Soldiers, near the deck. Assume combat mode. Alter, das Lied. Kirby's in the rocket well. Release heavy lobster quickly, quickly.
Fahrstuhl. Oh, als ob es nichts gibt. Kirby's behind the nozzle, fix him! What the fuck? Oh, der kommt wieder. Kann ich snacken? Ah, okay, das war halt quasi schon das Finale und ich muss jetzt nochmal neu ins Schiff gehen, okay. Kirby's blown to the ocean. It was sure close. I will conquer Dreamland with the Halberd. Our first target, Grape Garden. Okay. Dahin sieht man das Schiff, Leute. Ah, ich bin tot. Ich bin in die Lava gefallen. Einfach alles mitnehmen, was mir Schaden macht, Leute. Hühnchen einfach tot. Einfach alles mitnehmen, was mir Schaden macht. In Klonor war ich doch gar nicht so schlecht. Ich dachte, da öffnet sich jetzt eine Tür. Ich weiß noch, dass bei dem Game, das ich damals gespielt habe, das Samurai-Game nicht so zensiert war. Konnte dann Kirby in zwei Teile geteilt werden, oder was? Scheiße. Mein Gott, ich krieg keine Fähigkeit. Oh, ich krieg keine Fähigkeit. Einfach Kirby ab 18, ja. Oh, ich krieg keine Fähigkeit. Ah, Fisch. Da, jetzt aber. Okay, perfekt. Den snacken wir uns. Der ist ja einfach Poppy Bros Junior. Ja, ja, der Fighter, Leute. Kirby ab 18. Ja, es gab bestimmt auch hier den Kirby, in Kirby wahrscheinlich den Krieg. Den Krieg, während Dreamland erobert wurde. Gab es einen richtig krassen Krieg. Essen! Das brauche ich gerade. Die Kirby-Lore soll ja bescheuert deep sein. Wieso? Zum Beispiel, weswegen? Alles ist nur ein Traum und er träumt eigentlich. Schmetterlinge. Ah. Fucking Schmetterlinge. Ich wusste es. Im dritten Teil, im 3DS-Teil gab es Krieg. Okay. Eigentlich ist die Welt schon untergegangen. Yo, auf einmal wird's schnell. Eigentlich ist die Welt schon untergegangen und das sind die Erinnerungen, die sich immer wieder neu. Okay, Max-Tomate. Die immer wieder neu abgespielt werden quasi. Ich glaube, ich bleib bei der Faust. Ich muss jetzt einfach nur die Level nochmal nachspielen. Die haben wir doch schon. Okay, ich muss hochspringen. Der mit dem Bomben, Alter. Kirby ist eigentlich der Böse. Ne, Kirby ist doch der Weltenzerstörer, ne? Oder wie war das? Vernichter aller Götter?
Weltenzerstörer und Vernichter aller Götter. Irgendwie sowas, ne? Oh, was passiert hier? Okay, wir nehmen die Bomben. Ich glaube, die Bomben sind superior. Ich habe den ersten auch mit Bomben ganz easy besiegt. Ja, da muss ich nur rumstehen. Die Bäume haben einfach V-Sync gemacht. Ja, Bombe OP. Als ob ich noch sterbe! Ich konnte mit der Bombe nicht in der Luft jumpen. Ja, ich glaube, er ist der stärkste Smash-Charakter, weil er ist halt Götterzerstörer. Weltenzerstörer und... Spam, einfach Spam, 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 Spam. Äpfel kommen. Weltendezimierer. Kirby's flying back towards us! Main cannon's ready, shall we blast him? Alright, shoot him! Das ist einfach Fox. Das Flugzeug von Fox, Alter. We got him! He fell into the forest. Good. He will never catch up. Are you sure? Ich sehe erst jetzt unten das Kirby-Bombenbild. Ich weiß nur vom Cartoon, dass Kirby noch ein Baby ist und wenn es alt genug ist, verliert es seine Fähigkeit, andere zu absorbieren und behält die momentan permanent, so wie Meta Knight. Meta Knight ist ein Kirby? Wie heißt denn die Rasse von Kirby? Mikrofon, Leute. Dieser Typ da hinten. Kürbis also. Als ob der jetzt... Er hat meine Fähigkeit gesnackt. Die miese Ratte. Mikrofon. So, okay, wir haben eine Mikrofon-Boy, Leute, wieder. Als ob das so wenig Schaden macht. Scheiße. 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 Ich mache irgendwie mit meinem Luftstoß keinen Damage, oder? Doch. Jetzt kann ich ihn einsaugen. Nein, 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 nein. Bitte, 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 bitte. Oh, ich hab's noch geschafft. So, jetzt sterbe ich aber, oder? Okay, so, wir haben die erste Waffe, Leute. Let's go. Aber ich habe leider kein Leben. Oh, hier ist Leben. Sehr gut. Das ist sogar eine Maxi-Tomate. Max. One-up. Let's go. Oh, da ist wieder der Magier. Der Magier ist auch sick. Nein! Ich bin Reifen geworden. Reifen ist auch cool. Speedrun.
Alter, Sonic Move. Das Gefühl, dass der Levelaufbau ist extra dafür gedacht, dass ich hier Reifen fahre, oder? Nice. Boing. Alter, sein Helm. Ah, ich brauche hier das Feuer, ne? Ich bräuchte, glaube ich, die Feuerfähigkeit. Ah, hier. Nein. 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 Okay, ich mache mit Jump. Die Kanone ist aber weg. Also brauche ich jetzt Feuer. Ohne Feuer komme ich nicht weiter, ne? Hör doch auf, Kirby! Oh, die Kanone ist wieder da. Muss ich drücken im richtigen Zeitpunkt? Hä? Okay, ich hol Feuer. Nein! Also entweder ist die Kanone wirklich kaputt, oder ich muss da irgendwas Besonderes machen. Scheiße, ich hab nicht so viel Leben. Oh, das sind meine Freunde. Das sind meine Freunde, Leute. Das ist einer von denen, die ich überleben gelassen hatte und die sind jetzt erwachsen geworden. Einer von den drei Vögeln. Ja, wir sind wieder zurück, Meta Knight. We shut down Dynablade. Look, Kirby's reached the deck. Remain calm. Let's come up with a plan. All soldiers, get Kirby now. Oh nein, Dynablade stirbt hinten gerade, Leute. Mein Freund ist einfach tot. Nein. Nein. Na, falsche Richtung. Ah, what hit? Nicht Dinkelberg. Ja, Dinkelberg ist tot. Scheiße, Feuerfähigkeit war ganz cool eigentlich. Eine andere Fähigkeit. Hallo, die gehörte mir. Meine Mates, Alter. Jetzt, ich will nicht wieder einen Stein haben. Da, Bumerang. Wenigstens Bumerang. Okay, nice. Ha, ha, ha. Bosskampf. Ha. Kirby, gotcha. Now you get a taste of our power. Fight. Ja, die krasse Power, Leute. Habt ihr die gesehen, die krasse Power? Ja. Der Song ist so banger. Der lebt ja immer noch. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. War cool. War wie ein Smash. Kirby's gonna reach the deck. Direct him to the front of the twin cannon. Shit, die wollen mich abschießen. Ah, Blitz. Blitze, 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 Blitze. Ah, Fahrstuhl. Okay, ich muss warten.
Hab ich... Hat er mich gerade festgehalten? Das sah so aus, als hätte mich gerade mein Mate festgehalten. Max? Wie lange er am Sterben ist. So, Bosskampf. Ja, wieder. Okay, jetzt kommt wieder Boss Rush. Ich habe meine Fähigkeit verloren, ich bin tot. Jo, der Sumo-Ringer. Oder Taekwondo-Kämpfer, wer auch immer er ist. Jo, oh, der kommt ja ganz nah ran. Todesanimation länger als von den... Game over? Ich bin im Kindergame Game over gegangen. Bro. Achso, ich werfe Kunais. Okay, ich war gerade kurz verwirrt, was meine Fähigkeit ist. Ich dachte, das ist eine Nahkampffähigkeit. Bitte, 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 lass mich los! Okay, so, wir brauchen die geile Fähigkeit da. Ja, die. Kann ich jetzt meine Arme schießen wie Rayman? Aber Moment, das ist einfach nur Suplex-Power wieder. Wie kann man Ricky nur so enttäuschen? Kirby's getting close to the Twin Cannon! Kirby will be torched! Okay. Okay, jetzt kommt die Torch Cannon. Die Twin Cannon, die mich entzünden wird. Yo, die ist ja wirklich krass. Kann ich die überhaupt mit dem Schild angreifen? Kann ich die suplexen? Nicht wirklich. Er hat mich, glaube ich, irgendwie gekidnappt. Was passiert? Hier passieren Dinge. Lol. Yeah! Ich suplex die Bomben einfach gegen ihn. Alter, wo kommen die denn angeflogen hier? Nein, ich habe meine Fähigkeit, meinen Suplex verloren. Nein, ich bin tot. Ich habe noch nie gesehen, wie jemand eine fucking Kugel suplext. Tja, so oft durchgespielt, Ricky. Und trotzdem siehst du hier was Neues. Kein Problem. Hast du das jemals gesehen, Ricky? Okay, chill doch mal. Wow! Ich habe mich vorbereitet auf einen richtig geilen Dash. Okay, jetzt aber. Wow. Ah! Jojo-Boy! Alter, die Jojo-Boys. Kann ich überhaupt das Ding hier angreifen, Alter? Oder hoch? Okay. Okay. Keiner, was ich hier gerade gemacht habe. Hä, wie? Ah, hier. Hä? Leute? Wie hab ich das gerade gemacht? Das war der Gegner. Also kann ich jetzt das Level nicht mehr abschließen?
Ah doch, okay. Als ob er mich getroffen hat! Zählt nicht. Dieser Jojo-Boy. Yo! Ah, mein Gott, wie schnell der ist. Der Jetpack glidet, by the way, aus einem alten Bullet Hell von Nintendo. Oh, okay, jetzt kommen hier Fun Facts. Und das hier ist auch aus einem Nintendo Game. Das heißt der Earthbound. Ja, 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 ja. Oh, der kann ja noch rutschen. Und Sebiewicz, Dankeschön für den Prime Sub, Mann. Kirby ist auch aus einem Nintendo Game. Oh lol. Fun Fact: Kirby ist by the way nicht pink, sondern rosa. Fun Fact: Kirby war eigentlich weiß. Das erste Spiel, das erste Cover, da war Kirby weiß. Serious damage to the left wing. We're gonna lose balance. Lower the sail. Increase right wing power. Okay, kann er rein. Kirby's moving into the dock. What is he trying to do? Er will euch töten. Is he lost? Fucking right wing power, ey. Wait, I have an idea. Okay. Rosé. Aber ja, das war irgendwie weird. Ich meine, das erste Kirby Game war ja halt hier auf dem Game Boy, wo es noch keine Farbe gab. Und natürlich war der dann im Spiel weiß. Aber das Cover ist halt komplett bunt. Und trotzdem ist er auf dem Cover weiß. Bosskampf? Oh, Max-Tomate. Ready? Is this okay, sir? Are you positive about this? Be quiet, this is your own chance. Don't fail again! Alter, seine Augen, Leute. Release Heavy Lobster! Hä, hab ich keine Fähigkeit mitgenommen? Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich habe extra meine Fähigkeit weggegeben, damit ich eine andere Fähigkeit haben kann. Ah, er hat, glaube ich, mir die Fähigkeit weggenommen. Wenn ich sterbe, muss ich wieder alle Level von neu machen. Es wiederholt sich alles! Oh, okay. Ich hätte nach oben gehen sollen. Weil Kirby ein weißes Stück Papier ist, was alles kopieren kann. Nee, Kirby ist eine Wolke. So, jetzt aber. Da dachte er, hätte es exploited. Ja, schon ein bisschen. Oh nein, da geht's gar nicht weiter. Nein, schieß doch. Nein, da hoch. Er ist tot? Bro, ist tot. Jo, einfach hinter mir gespawnt. Hey, chill doch mal.
Yeah! Ja, damit fliegen ist sehr nice. Man hat viel bessere Air Control mit dem mit der Vogelfähigkeit. Major damage to the right wing! Don't worry, we've regained our balance. Er ist einfach, Alter, sein Hintergrundfeuer, er ist wütend. Kirby's outside, he's going under the ship! Okay, Donkey Kong? Das ist Meta Knight! Oh ne, das ist mein Kumpel. Einfach Meta Knight ist schon da. Kirby's entered from underneath the ship. The bottom's weak. The wind is too strong. It's too cold. I'm afraid of heights. No way. I ain't going. You're chickens. Lol, Chicken. Er war selber ein Chicken. Nein. Nein. Jo, chill. Okay. Ja, das Bild unten ist cute, das stimmt. Aber ich muss hier schnell sein. Mann, geh doch runter! Ich muss wieder hoch! Ich bin gefangen. Okay, nochmal, der ist erst oben. Dann sprinti, dann runter, dann wieder sprinti, dann wieder sprinti, dann wieder hoch, sprinti, nochmal drücken und sprinti, wieder hoch. Oh mein Gott. Das war intens. Wow. Okay. Ah, ich dachte, ich werde jetzt zerdrückt. Wo ist denn jetzt was offen? Ich habe irgendwo was aufgemacht. Oh, Junge, die Typen. Wo habe ich denn was aufgemacht? Hier? Pa! Meint ihr, der ist cool, wenn ich den da oben einsauge? Mann. Wow, der hat keine Fähigkeit. Dann will ich mein Vögel wieder haben. Ja, wie mache ich das jetzt hier auf? Ach, da ist noch ein Gegner. Okay, was passiert da? Hier geht's weiter. Keks nehmen wir noch mit. Oha, Tür. Kirby's heading toward the reactor. If we lose power, we are doomed. Relax. The reactor can't be defeated. I hope no reflect razors hit the reactor. Shh, that's a secret. Ich hab's gehört, Chat. Bin back mit einer sicken Fungi-Pizza, Alter. Ich hätte auch gerne eine. Wo sind die Laser? Wo sind die Laser? Sollte ich jetzt nicht mit irgendwelchen Lasern reflekten? Wie reflekte ich denn was? Ich hab das. Die haben mir zwar ein Secret gedroppt, aber ich hab trotzdem das Secret nicht gecheckt. Irgendwie hat mein Boy Damage gemacht. Ah, okay. Schieß doch! Ich kann einfach stehen bleiben. Ah, okay. Ich kann oben drauf stehen bleiben. Nein. Ja.
Laser? Das Laser. Gewonnen. Hey, das ist ein Rätselkampf gewesen, ja? Chillt mal. We are losing power! Engine number 3, engine number 5! Oh, wie sie weinen! Ain't any power left, we can't fly! We failed, it's over! Attention, all crew, evacuate ship! Wow, the ship's going down! Ah, der ist Meta-Knight. Ich bin Meta-Knight. Ne, bin ich nicht. Ich will was anderes. Ja, Jojo, Mann. Was auch immer diese Dinger sind, Alter. Screen kommt. Wann kommt mein epischer Bosskampf gegen Meta Knight? Ich will noch Meta Knight Endkampf haben! Ich bin tot. Die tun mir so leid. Wie tun sie mir so leid? Die haben die Welt unterjocht. Mit ihrem Krieg. Die haben Dreamland zerstört. Das sind böse. Die sind böse. Ey, das ging es schnell kaputt. Sie haben den Krieg angefangen, weil die Bewohner von Dreamworld zu faul waren. Ja, genau. Nein, Mann, das ist meine Fähigkeit gewesen. Ah, der Meta Knight ist wieder da. Bald kommt Krieg gegen Chad. Ja, Mann. Mit dem Seil. Nein, 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 nein! Ich spring doch! Die Animation dauert so lange von dem Jojo. Dass man währenddessen nicht einfach springen kann. Papa, ich bin ein Shinobi. Okay. Piep, 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 piep. Ich habe ihn gesehen und ich habe nicht reagiert. So, das ist die schlimme Stelle. Ich habe sie geschafft. Danach ist direkt schon Ende. Ganz nach oben. Denn da ist Meta Knights Sitz. Wait, Kirby! You can't go any further! Oh doch, das kann ich. Ba 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 ba! Ba 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 ba! Das macht gar keinen Damage. Aber das macht Damage! Der Sprung ist so nice. Sir Meta Knight, you're on your own! We are evacuating! Okay, jetzt kommt endlich der Endboss. Jetzt kommt er endlich. Hey, chill, bruh. Beep, beep, beep. Was ist das so grün in der Mitte?
Okay, let's go. Kirby, this is it. Prepare to die. Okay, let's go. Epischer Schwertkampf am Ende. Final Destination. 1 gegen 1. Aber ich habe einen Kollegen. Okay. Ich bin weg. Ich war einfach weg. Okay, nochmal. Ich muss das Schwert nehmen. Er kann springen. Er schummelt. Phase 2? Yo, da war Meta Knight ohne Rüstung. Das ist einfach nur ein blauer Kirby. Nein, nein! Das ist ja wie bei Final Fantasy 7. Nachdem man mit dem Shinra Corp invadet und danach mit dem Motorrad abhaut. Denn jetzt fährt er in den Sonnenuntergang. Spielt das in der gleichen Welt? Ich glaube ja. Kirby und Meta Knight sind eigentlich Genovas Kinder. Daher kommt auch die Deepness in der Lore. Wieso öffnet sich jetzt Milky Way Wishes nicht? Muss ich dafür das Gourmet Race gewinnen? Oder wieso öffnet sich jetzt das letzte Level nicht? Chat? Cave Offensive? Oh, das habe ich geskippt aus Versehen. Oh lol. Ich habe das geskippt aus Versehen. Get through the deadly cave while collecting hidden treasures. Habe ich das aus Versehen geskippt? Lil. Lil. Look for hidden treasures. Beep, 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 deep, 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 deep. Mm-mm-mm. Save your progress in the long cabins. In the log cabins, okay. Gewonnen. Da haben wir ein Geschenk. Einfach 10.000 direkt. Da kommt Lava. Ich hab schon verkackt. Ich komme nicht mehr durch zum Geschenk. Kirby braucht kein BMW, er hat ein sickes Motorrad.
muss den anderen Knopf auch drücken. Das war andersrum. Ich hätte andersrum drücken müssen. Ich bin eingesperrt. Jo, Softlock? Ah, ne, da geht's noch runter. Da war Softlock. Oh Mann, die Decke. Hä? Wie soll ich das so schnell machen? Hä, wieso ist das schnell? Das geht doch gar nicht. Hä, das geht doch gar nicht so schnell. Hä? Oh mein Gott, die Decke. Muss ich überhaupt da lang? Moment, ich kann das auch anschießen. So, ich kann es auch ankicken. Okay, warte. Oh, wie knapp das ist. Okay, warte, ich stehe hier. Hier. Nein! Mann, wieso reicht der eine Sprung nicht? Okay, ich suche mir einen anderen Weg. Hier, wir gehen nach unten. Yeah. Das ist viel coolerer Weg. Ja, weggekickt die Sau. Was ist das denn? Save your record? Okay. Auf einmal kann ich speichern. Ja, grabben. Das Grabben ist immer nice. Bosskampf? Bupa, bipu, bipu, biba, baba. Bibubu, ba! Haben wir einfach gelöscht. Also, man kann jederzeit zurückgehen. Es ist quasi eine riesige Map, wo man einfach nur Schätze sucht, ne? Okay, ich habe jetzt zwei Dinger gefressen. Nein, nein, bitte, bitte, mein Magiergewand. Nein! Als ob die wieder da sind, so schnell. ...7300 Beastfang, okay. Ja, ich mag die Fähigkeit auch. Ich bin gleich tot, by the way. Yeah. Der Dash ist nice. Ah, oh, er hat meine Fähigkeit geklaut, die miese Ratte. Ah, ich habe wieder meine Fähigkeit zurückbekommen, sehr gut. Jeder Schatz ist auch eine Referenz für ein Spiel. Okay, was war Beastfang für eine Referenz? Ey, diese Schwanzdiebe. Genau, die guten alten Schwanzdiebe. Du musst alle Schätze einsammeln für True Ending Plus Plus. Ärgerlich. Wir werden wohl kein True Ending sehen, Leute. Jo, was ein geiler Fisch. Meine Augen. Ich verstehe gerade gar nicht, was passiert. Okay, ich kann ihn schon treffen, wenn er da ist, okay. Er ist irgendwie hinter mir, aber irgendwie auch nicht. Also, weil er kann mich ja trotzdem irgendwie treffen und ich kann ihn treffen, obwohl er hinter mir ist. Also. I'm dead!
Ich wollte sagen, du brauchst alles für das letzte Spiel. Tja, dann werden wir wohl das letzte Spiel heute nicht mehr sehen. Kann ich die Steine essen? Muss ich jetzt ohne Fähigkeit kämpfen? Gib mir deine Tröte! Da, ist ein Fisch. Der Fisch gibt mir keine Fähigkeit. Jetzt kann ich gar keinen Schaden machen. Das macht gar keinen Schaden. Autsch! Autsch! Obwohl, der Kick. Ich könnte mit dem Kick vielleicht was machen. Da! Ah, hat keinen Schaden gemacht. Oh, Stein! Das ist eine Fähigkeit, Leute. Als ob. Ah, du Miese! Wo kommt er jetzt? Ich hab doch Stein gemacht! Hä? Der hat Prio, oder? Okay, für den Stein. Ah! Hallo! Ich verstehe diesen Kampf nicht. Ich glaube, ich muss ihn in den Schwanz treffen. Pass auf, wir machen das jetzt so. Okay, das war perfekt. Genau so wollte ich das machen. Fähigkeit ist halt echt scheiße für den Kampf, ne? Der hat einen Frame-Vorteil. Ja, ich glaube auch. Habe ich getroffen? Ich glaube ja. Okay. Ach, wieso gehe ich aus dem Stein raus? Ich Dummkopf. Ein bisschen dauern, Leute. Ups. Kann ich noch ein zweites Mal hitten? Ja, ich kann noch ein zweites Mal hitten. Okay. Besser als der Boss aus Sonic Rush? Alles ist besser als Sonic Rush. Um ehrlich zu sein. Nice. Wir haben ihn gleich. Ist der das letzte Milky Way Bash Wash? Ist das lang? Nein! Das war der letzte Angriff, den ich hätte machen müssen. Ist lang! Shit. Länger als jetzt der Meta Knight Shit? Got him! Yeah. Viel länger? Ist recht lang.
Yeah, let's go, Kirby. Putz. Putz, putz. Putz, putz. 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 Die sterben einfach alle. Sehr gut. Das war das Lied, Leute. Das ist hier. Das ist auch die Map aus Smash. Diese Kristallwelt mit diesem Wassersprinkler in der Mitte. Ich kann hier speichern. Hallo? Hab ich gespeichert gerade? Keine Ahnung. Weiter geht's. So eine Map gibt es je. In Smash gibt's so eine Map. Das ist auf jeden Fall so ein Springbrunnen in der Mitte oder so. Küssen. Yeah, war eine Melee-Stage. Also mittlerweile gibt es ja auch in anderen Spielen, aber yeah, Melee war sie zum ersten Mal da. Ich möchte Beam Kirby sehen. Wie mache ich Beam Kirby? Was war das hier nochmal? Suplex? Er ist der Fighter. Ich sehe nur Bilder von einer kleinen Map mit drei Plattformen. Ist halt... Die Fontäne... Okay. Slime appears. What the fuck passiert hier? Okay. JRPG, Leute. Okay. Sick. Dancing Doll appears. Shit. Mein Boy ist tot. Zu wenig Damage mache ich. Oh, Scheiße. Ich merke es jetzt. Hab gerade erst nach dem Kampf davor erst gecheckt, dass ich dodgen muss. Scheiße. Ich dachte, ich kann mich gar nicht bewegen. Das ist wirklich einfach ein JRPG. Ja, sick jetzt. Ohne Fähigkeit, Leute. Vielleicht damit? Kann ich einfach von meinen Pflichten... Ah! Der kann doch angreifen, der Schleim. Das ist der Hammer! Das ist der Hammer! Oh, der war der Hammer! Nuclear Missiles! Missiles, okay.
Ah! Ah, jetzt auch. Okay, Nuclear Missiles sind, glaube ich, immer Miss. Jetzt kommt der OP-Boss. Ach, wer darf anfangen? Oh, mein Spell ist weg. Okay, damit mache ich auf jeden Fall mehr Schaden als mit dem. Oh mein Gott, wie strong ist der bitte? Nein, falsche Richtung. Ja. Was, wenn ich mich einfach hier hinstelle? Okay, trifft mich auch da. Komm schon. Nice. Letzte? Yeah. Ich habe sogar 2 Courage Points bekommen. Tenderness. Fever Points. Beauty Points. Honesty Points. Love Points. Ja, yeah, ich hab gewonnen. Sephiroth besiegt. Let's go! Nächste Höhle! Spielt das vor Crisis Core oder nach Crisis Core? Uff. Ich bin da nicht so tief drin. Aber müsste, glaube ich, danach sein. Kommt darauf an, ob sie die Kinder von Genova direkt vom Mond geholt haben. Oder erst nachdem gebreedet haben, nachdem Genova eingesperrt wurde. Schwierig. Das ist eine alternative Timeline. Das ist die Remake-Timeline. Ich brauche hier einen Hammer. Chill doch mal kurz. Okay. Hä, wieso habe ich Schaden bekommen? Oh Leute, man kann an der Wand hängen. Ah! Ah! Wo bin ich? Ah! Schnell Schatz mitnehmen! Startjara! Shit, ich hab verloren. Ah! Nice. Aber... wohin mit mir? Ich dachte, ich kann das Ding unter seinen Füßen weghauen, Mann. Weil das so, sieht so aus wie so ein Angriff nach unten. Moment, ich fahr gerade zurück, oder? Ich fahr gerade zurück, oder? Scheiße! Andere Richtung. Nochmal der Weg! Ich glaube, 30 Minuten Wartezeit momentan zu Endwalker ist, glaube ich, noch ganz gut. Hey, Bob. Aber wohin? Hä? Aber wohin dann? War es doch der richtige Weg? Nee, hier. Okay. Schade, dass die Besen-Gegner keine Fähigkeiten haben. Hier war nur der Schatz, ne? Nee, hier war was anderes. Besen! Leider nicht bekommen. Pa, 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 pa! Yeah.
Boomerang. Boomerang! Ba-b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 a! Ja, Boomerang! Ach, das war um 8 Uhr morgens sogar. Sogar um 8 Uhr morgens eine halbe Stunde warten, Alter. Wenn man schon um 8 Uhr morgens so lange warten muss, wie lange sind dann die Zeiten jetzt? Oder spielst du nicht auf europäischen Servern? Wie viel Schaden haben die gemacht? Ich war doch Half-Life oder so. Nochmal von vorne. Ich starte immer wieder hier. Oh Mann! Bah, bah. Ich habe sogar oben den getroffen. Bah, 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 bah. Okay. Und nochmal Bosskampf. Ah! Kokosnuss! Kokosnuss auf meinen Kopf! Hat das irgendwie eine... Ist das Zufall, wann Kirby seine Fähigkeit verliert? Oder gibt es da irgendwie ein... Muss ich eine bestimmte Anzahl getroffen werden oder so? Ist einfach nur Zufall. Springen. Hey, wieso explodiert der? Ich wollte seinen Hammer haben. Pro Hit, okay. Jo. Jo, chill doch mal. Chill doch mal. Jungs, die nehme ich komplett auseinander. Wie? Bitte, sei vorbei. Oh. Bei mir hat's geklopft. Was? Insta-Death? Oh mein Gott. Starte ich jetzt wieder? Oh mein Gott, was ist das für ein Level? Wieso sind auf einmal hier die Checkpoints so komisch? Sind zwar gefühlt in jedem Screen Checkpoint. Und jetzt gar nicht mehr. Gar keine Checkpoints mehr. Na gut, wahrscheinlich in dieser Cave-Welt ist wahrscheinlich immer nur auf den Safe-Punkten das, ne? Wird nur bei den Safe-Punkten gespeichert. Da hinten sieht man die Erde, Leute. Jetzt schon so viel Schaden bekommen. Ich kann aufgeben, oder? Wo ist der Magier? Ich wollte den Magier haben. Da, den will ich haben. Jetzt verstehe ich, was sie mit Klopfen meint. Hör mal, wer da hämmert. Die Frames! Die Frames!
Okay, jetzt machen wir Kokosnuss-No-Hit. Ich will wieder den Magier haben. Kokosnuss-No-Hit. Nein, die Kokosnuss hat mich getroffen. Wegen dem einen Typen da. Das ist ein Magier. Wo kommt der denn jetzt her? Junge, hör auf zu klopfen. Ich habe auch keine Ahnung, wo das Klopfen überhaupt herkommt. Okay. Weg mit dir. Mach auf, draußen ist kalt. Der Typ schon wieder. Nicht alle auf einmal, bitte. Bitte. Oh, bitte meine Magie. Okay. Alles noch safe. Ich habe nur gut Leben. Wo bin ich hier gestorben? Bei was? Was hat mich getötet? Ach, das Lava, genau. Lava-Zeug hier. Nein, nicht schon wieder. Warte, da oben! Oh mein Gott. Okay, mein Boy ist tot. Schade um ihn, denke ich. Oh, nein, nein, nein! Nicht die Lava, nicht die Lava! Oh. Oh. Jump'n'Run, ganz verrückt hier. Ein ganz verrücktes Jump'n'Run. Steine? Okay. Stein. Hier ist eine Tür. Nice. Ich hab Angst, wenn gleich noch ein Boss kommt. Okay, ich darf die nicht einsammeln. Das ist das Schlafding. Ich habe mein Mage-Spell verloren! Okay, ich gehe raus. Ich glaube, hier gibt es nur ein Geschenk. Ich sammle hier keine Geschenke. Ich glaube, hier gibt es nur ein Geschenk. Lass mal das uns nicht antun. Gib mir deine Granaten. Bomb. Oh, nicht auf meinen Kopf, bitte. Oh, alles gut. Es geht doch höher, okay. So, was haben wir hier? Ist hier ein Bosskampf? Und wenn ich sterbe, muss ich wieder alles von vorne machen? Der Stein! Wieso muss ich ihn mitnehmen? Das ist einfach gerade hier Celeste-Level. Ah, oh, ist auch noch ein Geschenk. Da stirbt man. Ja, Leute. Ich glaube, ich werde heute das Cave-Level nicht mal abschließen. Ich dachte, wir machen noch das Cave-Level fertig, aber das ist ja ein katastrophal beschissenes, langes Level, Alter. Die Checkpoints sind halt echt mies, ne? Yo, ciao, Tipsy. Yeah, endlich habe ich den Regenbogen. Regenschirm. Okay, das ist ein Kombo. Ah, guck mal, das macht mir keinen Damage. Leute, jetzt mach doch mal endlich auf. Spammen! Easy Kokosnuss, no hit, ja, Mann.
Wenn man weiß wie, dann ist es easy. Der Hammer. Es ist Hammerzeit. Die Iframes ausnutzen. Der Hammer ist schon nice. Oh no, nicht schon wieder die Stelle. Oh Mann. Hier ohne Damage durchzukommen ist ja ekelhaft. Imagine, es gibt eine Heilung hier. Ah, fast die Decke berührt. Schade. Das war mal mein Freund. Nein! Bitte nicht auf meinen Kopf, bitte nicht auf meinen Kopf! Oh, Abkürzung. Wenn man rechts rumgeht, ist es viel, viel länger. Aber Moment, hier ist du auch nur... Nur ein Geschenkebox. Ja, aber ich bin tot. Ja, geil. Game over. Ist eigentlich perfekt. Um alte Vieren. Das war Kirby Superstar Dreamland Legends Ultra.